Gehen wir mal hier runter. Heilung brauche ich jetzt nicht, aber speichern möchte ich gerne. Danke. Denn ist das nicht eine hübsche Mimiga-Maske? Ich will sie absetzen. Okay, ich kann sie nicht absetzen. Gut. Ein Mimiga mit Raketenwerfer und Hut. Auch gut. Sieht man auch nicht alle Tage. Dann wollen wir mal wieder raus. Denn wenn die Mimiga jetzt mit uns reden, dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr herausfinden. Und das wäre sehr gut. Das wäre... Ah, ich habe den Booster nicht mehr. Ich wollte die ganze Zeit jetzt hier hochboosten. Aber das geht leider nicht. Schade. Willst du uns denn noch verletzen? Ja, du willst uns noch verletzen. Du Bastard. Dann machen wir mit dir kurz einen Prozess. Einmal hier so ein Laser. I'm firing my lasers. Und ja, sie reden mit uns. Die Oberflächenbewohner planen einen Angriff auf uns. Deswegen züchten wir hier rote Blumen, um uns vorzubereiten. Wenn das, was der Doktor sagt, wahr ist, dann sind diese Blumen besser... dann blühen diese Blumen besser schnell. Sonst setzt was. Ja. Okay, der Doktor erzählt ihnen anscheinend ziemliche Lügen. Mit den roten Blumen an unserer Seite werden diese Killer-Roboter so einfach sein, wie ein Stück Kuchen zu essen. Blüht, meine Crimson Dainties. Okay. Klingt ein wenig fanatisch, aber okay. Was hast du zu sagen? Lang lebe der Doktor. Nein, lang lebe er nicht. Ich werde ihn töten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Denn er bedroht den Frieden von allen, von euch, von der Erde und überhaupt. Was war da unten nochmal drin? War das ein Rest? War das nicht der Ruheraum? Ja, es war die Ruhe. Der Ruhebereich. Gut. Hallo, schlafender Mimiga. Ich bin so erschöpft. Okay. Hallo, kleiner Mimiga. Ich glaube kein Wort, was dieser Doktor sagt. Otter? Ja. Als ob mich das erschrecken sollte. Alter Mimiga. Es ist wahr, dass Roboter von der Oberfläche uns eins attackiert haben. Nein, eins diese Insel angegriffen haben in der Vergangenheit. Aber ich weiß, dass... Und ich weiß, dass viele von uns getötet wurden. Aber einige unter diesen Robotern haben die Sprache verstanden. Ich denke, dass auch sie Seelen hatten. Sehr philosophisch. Hallo, was sagst du? Du hast jede Menge Sprinkler. Möchtest du mir einen Sprinkler verkaufen oder einfach so geben? Dies hier sind Sprinkler, ja, das weiß ich. Sie gehen die ganze Zeit kaputt. Wir haben also jede Menge Ersatzsprinkler. Okay, gut, dann suchen wir mal nach einem kaputten Sprinkler, dann können wir den eintauschen und uns hier so einen total neuen klauen. So. Nee, laufende Erbse. Ich mag dich nicht, laufende Erbse. Das sind auch noch zwei laufende Erbsen. Nein, ich habe den... Ah, ich will die ganze Zeit einen Booster benutzen. Aber den habe ich ja leider nicht mehr. Ich will meinen Booster wieder haben. Ich habe mich so daran gewöhnt, den zu haben und zu benutzen. Das ist unglaublich. Jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen. Was soll das? So. Spring! Jawohl. Nein! Okay. Das nächste Mal sage ich erst jawohl, wenn ich wirklich oben bin. Spring! Hallo? Ich möchte da bitte hoch. Vielleicht von hier? Nein. Ich möchte da hoch. Hallo? Spring! Hallo, du kleiner Mimiga, maskentragender Roboter. Ja, jawohl. So, jetzt kann ich es auch sagen. Du stirbst bitte und du erzählst uns, was du hier so sagst. An die Arbeit. Ja, ich bin am Arbeiten. Ich suche einen kaputten Sprinkler. Hallo, oho, du bist neu hier, nicht wahr? Ich wette, du bist immer noch verwirrt davon, dass du aufgenommen und hier abgesetzt wurdest. So, von nichts, von jetzt auf gleich. Naja, erinnere dich nun bloß daran. Versuch nichts, don't try anything funny, versuch nichts, was dich in Schwierigkeiten bringen könnte. Wenn du wegrennst und gefangen genommen wirst, werden sie dich in ein Gefängnis werfen. Solange du dich hier um die Blumen kümmerst, wirst du sicher sein. Außerdem kriegst du was zu essen. Nein. Es hat aufgehört zu arbeiten, gut. Hallo, Mimiga. Es ist schon wieder kaputt gegangen. Hey du bist der Neue, richtig? Geh und nimm diesen... kaputten Sprinkler mit dir und tausche ihn gegen einen neuen ein. Ja, natürlich mache ich gerne. Danke, dass du mir diese Aufgabe gibst. Ja, wir haben den kaputten Sprinkler. Er ist kaputt, deswegen hat er nichts da. Juhu. Ich will meinen Booster. Ernsthaft jetzt. Dann gehen wir mal hier rein, denn wir haben ja hier gesehen, da ist ein Typ, der neue Sprinkler hat, um sie gegen die alten auszutauschen, die kaputt gehen. Hallo. Ein weiterer? Ja, wir geben ihm den kaputten Sprinkler. Sei nett zu diesem hier. Ja, keine Sorge, ich werde nett zu ihm sein.
Er wird eine besondere Aufgabe bekommen. Nein, sie hat nichts mit Feldarbeit zu tun, aber danke der Nachfrage. Ich bin dann mal weg, ne? Gut, gut. Was sind das eigentlich hier für komische Viecher? Warum passen sie darauf auf, was die Mimikas machen? Warum gehorchen sie dem Doktor? Und warum verletzen sie die Mimikas nicht? Er stirbt. Moment, kann ich auf die draufspringen? Tatsache, ich kann auf die draufspringen, ohne Schaden zu nehmen. Cool. Nur wenn sie mich reinlaufen, dann nehme ich Schaden. Die sind genau wie die Gigantfischs. Oder wie die Elefanten. Hm. Finde ich cool, dass das auch so darauf geachtet wird, dass nicht jeder Gegner überall Schaden macht, sondern dass man auf die draufspringen kann. Was ist das Passwort? Litagano Matscout. Jawohl. Dann, hallo, wir haben einen Sprinkler bekommen. Wir kommen zurück. Und wir zeigen dir den Sprinkler. Ha, lass mich mal sehen. Jede Menge Saft in diesen Batterien. Ich denke, das wird funktionieren. Als nächstes muss ich dich bitten, einen Mann namens Seto, oder Sato, ich habe den Namen nicht richtig gesehen, zu finden. Er ist ein Ingenieur von erwähnbarem Talent, um seine eigenen Worte zu benutzen. Aber er ist außerdem einer der der schreckhaftesten Männer, die ich jemals getroffen habe. Er ist vom Doktor weggerannt, sobald er hier war. Aber er kann nicht weit gekommen sein. Ja gut, wir haben ihn schon getroffen, deswegen hole ich ihn mal, wenn ich denn einen Booster hätte. Toll. Gib mir meinen Booster zurück, Mann! So. Und er war ja kurz bevor wir hier auf die Plantation gekommen sind, direkt zwischen Plantation und Outer Wall. Deswegen holen wir ihn doch mal direkt, der ist ja nicht weit weg. Wenn ich nicht in der Zwischenzeit von Fledermäusen gefressen werde. Ich habe gehört, die finden Mimiga sehr schmackhaft. Also, habe ich zumindest mal irgendwo gelesen. Und wie es aussieht, scheint das auch richtig zu sein. Hallo, wie viel hält die eigentlich aus? Wow. Da ist noch eine kleine. Egal, um dich kümmere ich mich jetzt nicht. Du kannst mir gestohlen bleiben. Hallo, du möchtest mit uns kommen. Ito? Ja, das bin ich. Bitte was? Sakamotos arbeitet an einer Rakete? Als ist sie immer noch am Leben. Sie ist eine Wilde, nicht wahr? Nicht so wie ich. Das ist sicher. Alles klar. Nimm das. Und wir haben einen Controller bekommen, okay? Eigentlich sagte sie, dass ich dich mitbringen soll, aber... Ich denke, das ist das, was sie haben möchte. Gib es Mrs. Sakamoto mit meinen besten Grüßen. Okay, dankeschön. Ja, gut. Ein Controller, also so. Wow, wir haben fast alles voll. Das ist die letzte, oder? Ist das die letzte Reihe? Ich weiß nicht, ob man darunter noch eine Reihe anlegen könnte, aber... Wir haben auf jeden Fall mittlerweile schon ziemlich viele Items angesammelt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass wir hier mit nichts gestartet haben, ich glaube, das habe ich ja schon mal erwähnt in irgendeinem der früheren Videos, aber trotzdem, nicht schlecht. Gehen wir mal zurück. Also das ging schnell. Das andere hat länger gedauert und wenn ich auch daran denke, wie weit wir sonst immer rumlaufen mussten, war das doch jetzt angenehm kurz und einfach. Hier, bitteschön, kriegst den Controller. Willkommen zurück. Hast du Ito gefunden? Wir geben ihm den Controller. Wir sagen nicht, ob wir Ito gefunden haben. Wir geben ihn einfach. Das ist der. Alles klar. Das ist der Controller, auf den er so stolz ist. Die Analyse wäre sehr viel einfacher, wenn er nur hier wäre. Naja, ich schaffe das irgendwie. Vielen Dank. Es wird schon eine Zeit brauchen, bevor ich fertig bin. Also, warum ruhst du dich nicht ein wenig in diesem Bett aus? Okay, dann machen wir das doch mal. Gehen wir runter. Und ich speichere. So, und dann mache ich hier eben einen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.